Frasier Glenn Miller Jr. wurde am 23. November 1940 im US-Bundesstaat North Carolina geboren. Bekannt wurde er auch als Glenn Miller und Frasier Glenn Cross. Er brach die Highschool ab und ging zum Militär, wo er 20 Jahre lang diente. Er erlangte den Rang Master Sergeant und wurde unter anderem im Vietnamkrieg eingesetzt. Er wurde Mitglied des Nationalsozialistischen Partei Amerikas und war am 3. November 1979 beim Massaker von Greensboro anwesend. Bei diesen Ausschreitungen zwischen Links- und Rechtsextremisten starben 5 Menschen bei einer Schießerei. 1979 wurde er auch aus der Armee entlassen, weil er rassistische Propaganda verbreitet hatte. 1980 gründete Miller die Carolina Knights of the Ku Klux Klan, welche sich später zur Partei Weißer Patrioten entwickelte. Er war Befürworter des Antisemitismus. Erfolglos versuchte er, den Demokraten wie auch den Republikanern beizutreten. Am 6. April 1987 erklärte Miller in einem unterzeichneten Maschinenschreiben den totalen Krieg gegen, wie er schrieb, Nigger, Juden, Queers, Mischlinge, Verräter der weißen Rasse und verachtenswerte Informanten. Weiter bezeichnete er Juden als die Kinder Satans. Es wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen, doch Miller tauchte unter. Am 30. April 1987 wurde er in einem Wohnwagen verhaftet. Man fand auch Waffen und Munition und Sprengstoff bei ihm. Er wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung verfasste er rassistische Schriften und Bücher. Er versuchte wieder politisch aktiv zu werden, doch erfolglos. Am 13. April 2014 wurde er verdächtigt, an einer Schießerei vor einem jüdischen Community Center, bei dem 5 Menschen starben, beteiligt gewesen zu sein. Er wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. Es gab genug Zeugen für die Tat. Miller warf bizarre Einwände ein, zum Beispiel hielt er die Eide der Zeugen für ungültig, weil sie nicht im Namen Gottes gesprochen worden waren. All das half ihm nichts. Am 10. November 2015 wurde Frasier Miller zum Tode verurteilt. Er befindet sich noch in Haft und erwartet seine Hinrichtung.